Was ist das? Das macht Klick. Da kommt noch so das hier. Ich habe ein Raumschiff hier. Ich weiß nicht, was ihr da habt. Steine. Ach so. Steine. Ach, ich habe aber gemogelt. Hallo, willkommen zum Forschungsstrom. Alias Lambert baut. Ja, ich moin, sehe Claudia. Da die Serie. Moin, Henning. Moin, moin alle. Moin. Moin, hallo, Chat. Claudia. Wer ist denn schon da? Mr. Capture ist da. Die JP ist da. Orangenöl. Nein, Tom Ing. IMK. Wer ist Tom IMK? Hallo, Tom. Live statt auf der Aufnahme. Ja, willkommen. Herzlich willkommen, alle. Willkommen zurück. Wir haben heute gedacht, wir machen es mal bunt, oder? Sind das denn alles original? Darf man überhaupt Lego sagen? Ich habe gehört, das wäre irgendwie gefährlich. Das sind Klemmbausteine. Aber ich habe nicht die Originale, weil das sind ja so, ihr seht ja, wie groß die sind. Oder hast du so riesige Hände? So klein. Ich bin so klein. Small hands, tiny hands. Du hast sogar was Richtiges gebaut, Lambert. Ja, es kann leuchten, wenn der Akku voll ist, aber scheint gerade nicht der Fall zu sein. Ja, das ist schön, toll. Schön, dass wir so viel zu spielen haben und dass wir wieder hier sind. Ne? Endlich wieder Forschungsstrom. Ja. Genau, was war los bei euch? Oder warte, wir müssen anfangen, uns vorzustellen, oder? Ah, ja. And in very unexpected move, just this time we switch to English, just for a few minutes or so, and we will go back to German soon. Don't be worried. That's because we have maybe an international guest. I'm not quite sure. Maybe, probably, because 2 hours ago or so, I participated in a Twitter space from Jason Scott from Internet Archive and from Internet Archive fame. There he is. Madge. Hi. Jason. Hi, welcome. Jason. Welcome. So just turn to the Wikipedia article about Jason. So you will learn he's a figurehead of the digital archiving space. And also he has a cat who has more than 1 million followers on Twitter, and he does all kinds of interesting stuff. So for instance, he archives a bulletin board system like this. This is really exciting, and I recommend you to follow him on Twitter. And welcome, Jason. And it was cat. Just asking. we need to show his cat. Oh, that's a good idea. Okay, yeah. Oh, yeah, we need a picture of his cat. Not of him, but of his cat, obviously. No, not of him, not of his cat. Okay, I will look for it in the background. And we will introduce ourselves. Since Henning is sneezing, I will. I might start. Sorry. Yeah, Claudia, please go ahead. Yeah. Go ahead. Okay, he just posted his Twitter, or is it the link to the Twitter profile of the cat? Sockington, it's his cat. Yes. Okay, great. So yes, my name is Claudia Frick, and Lambert, are you still in the fish view of your camera? No, actually not. That's a normal. Ah, that's your face. Excuse me. that's my not, face. That's not fishy Lambert. That's real Lambert. Okay, where have you been? Okay, thanks. My name is Claudia. I'm from somewhere in the middle of North Rhine-Westphalia. That's the best governed Bundesland, isn't in Germany, isn't it? It is, and we have large, huge holes in the ground due to doing some really bad stuff to the climate. But I live close to Cologne, and I have a professorship at the University of Applied Sciences in Cologne for information services and science and scholarly communication. So what's that? A picture of his cat. Okay, so that's me, and I'm a part of Forschungsstrom, and
since 4 weeks part of a podcast that is more work than I've ever expected. Okay. I jump in right here. My name is Henning. I live in Berlin and I work as a science communicator. But Forschungsstrom, of course, is my very personal and private subject. And I'm happy to be back with you guys. And Lambert, maybe John knows you, but Jason knows you, but maybe give a little introduction about yourself for the other viewers. Yeah. Still, I'm happy to introduce myself. So I'm Lambert from Hannover. I'm a librarian. I work also sometimes a little bit in scholarly communication, just like Claudia and Henning. I think this is a common denominator, maybe between the three of us, and all kinds of open science related things and so on. But actually at a library here in Hannover in northern Germany, yes. Yes. So that's what we are. Who are you? Tell us in the chat. Yeah. Who's the rest of you? and if you like to, maybe sometime in the future we can have a truly international edition of Forschungsstrom with you as a guest. I don't know, Jason, if you are interested in this kind of things. Yes. we can talk about archiving the internet. Definitely. Yeah. Yeah. And archiving everything. Great. Yeah, he answered happy to hop on anytime. That's nice. Ah, wonderful. We see this as a promise, Jason. We will come back to you. Yeah, yes. So next, keep free the, what's it at your time, 4 p.m.-ish or so? Maybe you'll block the first Thursday next month, so we... usually that's kind of a thing with us. Yeah, the first Thursday thingy. Yeah. Okay. So we should switch back to English, he says, because people are concerned. Yeah. People are concerned. And if we have you, Jason, here in the show, just for the fun of it, we would like you to invite you to say the word Forschungsstrom in German. No, that's cruel. I mean, it's really an awkward German word. But maybe really we could pronunciate an English word, which is hard in return. So maybe. Yeah, maybe. Okay. So... Aber hier gibt es noch mehr Selbstvorstellungen. Es haben sich hier Leute vorgestellt. JPT hat sich zum Beispiel hier vorgestellt, wo ich immer noch nicht weiß, ob er JPT Thiele ist. Ja, JP. Wird immer JP genannt. Ja. Arbeit in der Nähe von Lambert in der Uni von Hannover. Eben gab es immer noch der gemeinsame Kaffee aus. Ja, das ist wahr. Mhm. Tom hat auch sich hier geoutet als Forschungsmensch vom DLR. Henning kennt mich, das klingt so ein bisschen wie... Das klingt so ein bisschen gefährlich, oder? Ja, genau. Als ob ich was Geheimwissen hätte. Ja, und es kommen auch so NRW-Anspielungen, Leute, die NRW kennen, dieses Bundesland da und was da los ist. Das sind auch so Insider-Jokes, die man außerhalb von NRW nur so... Aha, das... Findet ihr also lustig? Rebecca hat sich noch geoutet, die ist auch mit dabei. Moin, Rebecca. Ja. Mensch, die wollten wir doch auch mal einladen, oder? Willkommen. Auch mal was. Ja, cool. Wir müssen hier die Leute auf die Bühne. Bringt mal wieder eine Gästin-Edition, ja. Mensch. Genau. Ah ja, Barry hier stellt sich auch noch vor. Wissenschaftlicher Bibliothekar aus dem Oberharz. Den kenne ich. Aus dem Oberharz. Das ist wieder so eine mysteriöse Ortsangabe. Was ist ein Oberharz? Okay, ich weiß es nicht, aber. Sowas wie ein Zeta-Joule oder so. Ja. NRW. Mr. Brosser weiß nicht, was das, ob man das kennen muss. Ich bin mir auch nicht sicher. Nee. Aber was ich euch noch eben zeigen wollte, wo ich ja eben hier, wo es hier eben hieß, Henning, besorgt dir noch schnell ein Lego. Da bin ich in das Kinderzimmer marschiert und dann bin ich noch über was gestolpert. Das wollte ich euch eigentlich noch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennt. Wir können dich ja groß machen.
Meine alte, genau. Oh. Mach mich doch mal wer groß, bitte. Ich weiß nicht wie, warte. Mein altes Lego-Werbeheftchen habe ich noch gefunden. Da sind noch so richtig Deutsche Bahn und so Sachen drin. Oh. Triebwagen. Ich habe ja nämlich das Lego meiner Kinder, ist nämlich mein altes Lego, das sich irgendwie seit den 80ern jetzt hier dann irgendwie im Keller meiner Mutter befunden hat. Und da sind noch dann so die alten Aufbauanleitungen mit dabei. Und was ich insbesondere sehr schön fand, ich weiß nicht, ob ihr so alt seid, aber ich hatte damals auch von Lego diese Eisenbahn. Und die war hier auch mit so ein bisschen Lego-Technik-Kram. Und insbesondere hatte die aber so einen total charakteristischen Trafo. Und ich hatte diesen Trafo hier unten, diesen grauen, wo man so den schwarzen Dingsi dran drehen konnte. Ja, ja. Und dann gab es noch hier was waren das so? Ampelschaltungen oder so. Also konntest du Weichen mitschalten und so. Und an dieses Ding konnte ich mich gerade irgendwie, das war echt so ein 80er-Jahre-Kindheitsgefühl, als das hier gerade hochkam. Und also da gibt es echt schöne Sachen hier noch mit Original. Kennt noch jemand das alte Bahnlogo? Mensch, dass du das noch hast, Henning. Ich meine, ja, das ist unglaublich. Habe ich gerade gefunden. Wahrscheinlich, wenn ich es besser gepflegt hätte, könnte ich es jetzt auf eBay für 200 Euro verticken. Aber so wird jetzt halt damit gespielt. Auch nicht. Aber wenn du jetzt gerade schon groß bist, dieses Vieh da hinter dir, dieses blaue, das. Ich denke ja, das sieht so ein bisschen aus wie eine Rolle Klopapier, wie rechts und links aufgewickelt, also auf. Aber was ist das? So, ja, wollen wir das dem Chat mal zur Abstimmung stellen? Ich hole das mal kurz. Also, lieber Chat. Ich hätte einen Tipp, aber ich halte mich mal zurück. Henning ruckelt heute ganz schön in der Kamera. Ist das Vieh? Ja. So. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist aus der Welt der Technik, oder? Ja, doch, kann man so sagen. Oh, hier mit der Mr. Capture ist leider überschlau hier. Sehr gut. Rosetta ist es. Das ist eine Forschungssonde, die zu diesem Kometen mit dem unaussprechlichen Namen Cheryumov-Gerasimenko geflogen ist, 67P. Und dort halt diese kleine Landesonde noch abgesetzt hat. Und das hier sind die Solarpaneele. Und das hier ist die Antenne zum Nachhause telefonieren. Okay, gut, das ist super süß. Alles klar. Ne? Gut, keine Raumfahrt. Klorolle. Nee. Keine Klorolle, Raumfahrt. Okay. Mr. Capture fragt gleich, wo gibt's das? Nee, wir sind hier nicht wieder die Influencer, die Leute dazu verführen, Dinge zu kaufen. Nee. Später auf Twitter erfragen. Ja. Wo ist Lambert hin? Wir haben Lambert verloren. Wir haben Verluste. Vielleicht hat der Postmann dreimal geklingelt oder so. Ja. Oder Lego ist runtergefallen und der krabbelt jetzt unter dem Tisch. Nein, er ist wieder da. Wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Ja. Während Lambert noch die Technik sortiert. Alles okay? Nee, wir hören dich leider nicht. Wir hören dich leider nicht. Also irgendwie ist dein Mikrofon aus? Oder ein anderes ausgewählt? Hört man mich wieder? Ja. Ja. Jetzt wieder. Was war los? Alles okay? Oh. Mein Gott. Ja, ich meine, ein Zentimeter irgendwas am Equipment verändern, schon brechen alle Verbindungen zusammen. Das Ganze natürlich. Endgerät durcheinander, ihr kennt das Phänomen. Sorry. Ja, sicher. Ja. Auf einem Kaplerstein ausgerutscht, hat Jake vermutet, dass dir das passiert ist. Das war wirklich eine Rosetta-Sonde jetzt. Ich habe die Auflösung halb verstanden. Ja, das war die Rosetta-Sonde, richtig, genau. Ich finde das konzeptionell so toll, so ein krassen, sterilen, stählernen Satelliten als Flausch mit lächelndem Gesicht zu bauen, oder? Das ist sehr herzig und sehr lustig. Da gibt es auch ganz großartige Webcomics, animierte Webcomics als Videofilm verarbeitet zu, wie Rosetta dann so richtig personalisiert, auch dann mit dem Gesicht und so da drumherum fliegt und dann die kleine
deine Forschungssonde da absetzt und dann sind sie ganz traurig, weil dann irgendwann der Strahl. Aber ich find, wie weit kann man das so treiben? Ja, genau. Es ist ja, einfach, wenn Technik so verniedlicht wird. Ich hatte neulich auch irgendein Computerspiel, da war so eine runde Sonde und die hatte so eine niedliche Stimme und so große Augen und machte immer und du denkst dir, oh Gott, das ist so schlimm. Aber es, ja, man will es dann knuffeln. Ja, wir haben damals auch in der Raumfahrt... Anthropomorphismus nennt man das, nicht? Wenn man Sachen vermenschlicht oder Tiere vermenschlicht oder so. Mhm. Ja. Ja, und in der Wissenschaftskommunikation ist das ja auch so ein bisschen so ein Meme, weil dann ja auch irgendwie die NASA angefangen hat, zum Beispiel die Mars Rover irgendwie so in Ich-Form twittern zu lassen. Stimmt. Und, Das gab es dann. Und dann gab es natürlich aber auch die Parodie-Accounts. Dann gab es den Sarcastic Rover, der dann alles voll scheiße fand. Da, oh, it's a lonely day. Ach, wie der Kleine anybody. aus Per Anhalter durch die Galaxis. I wanna die. This is a bad idea. Ich habe nur 3 Millionen Jahre hier gewartet. Ich habe keinen Grund, schlechte Laune zu haben. Mein Favorit. Aber Lambert, jetzt mal hier die richtig harten investigativen Fragen. Was? Oh, ey, jetzt... Das ist hier nicht so die Art Personality-Show. Hier geht es um harte Themen wie Wissenschaftskommunikation, genau. Sachen, über die man sich objektiv verständigen kann oder so. Nicht Lambert. Ja, okay, ich war beim Friseur. Okay. Lambert, ich muss mal wieder hin. Mich. Ich war auch beim Friseur. Okay. Ach, könnt ihr nicht für mich auch mal mitgehen? Hier, wir müssen auch so ungefähr so ein bisschen, hier muss weg. Aber ich bin, krieg's nicht hin. Ja, aber apropos harte Fakten, sollen wir mal zu harten Stories übergehen? Wir haben ja heute tolle Themen. Genau. Und wie üblich dürft ihr entscheiden, welche Themen, von denen ihr überhaupt nicht wisst, was dahinter steckt, zuerst ankommen. Wollt ihr haben? Und wer? Ja. Also warte, wir haben... Wie üblich haben wir das ja, im Titel haben wir ja 3 Themen versteckt, aber der Titel ist ja auch ganz schön lang. Da hatten wir erstmal die 3 Themen. Und ihr dürft festlegen, wer von uns dreien welches Thema vortragen muss. Genau. Nein, nee, das geht nicht. Das ginge zu weit. Nee, nur worüber wollt ihr zuerst was hören? Und worüber wollt ihr zuerst reden? Das erste Thema war einfach nur Lego, glaube ich. Das zweite Thema war, benutzt jetzt Telegram. Mhm. Und das dritte Thema war, ich stelle nur Fragen. Ja. Genau. Ja, den Downer zuerst, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja nicht, wer der Downer ist. Was davon klingt denn am ehesten nach einem Downer-Thema? Stimmt. Das stimmt. Das ist eine raffinierte Frage, ja. Telegram, wird hier gesagt, klingt zu... Klingt nach einem Downer-Thema. Ich stelle nur Fragen, immer Downer. Der Telegram klingt nach Downer, das heißt, damit wollt ihr anfangen. Querschwurbel auf Telegram. Ja, ich meine, wir könnten doch mit Telegram als Downer anfangen. Können wir machen, aber das ist aber leider nicht Hennings Thema. Ach, ein Glück. Ne? Da müsst ihr jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen. Ja, und ich bin quasi noch unvorbereiteter, als ich sonst unvorbereitet bin, weil ich habe ein Paper gelesen, das sich tatsächlich mit Telegram auseinandersetzt. Und ich fand es so spannend, dass ich ungefähr 3 Seiten, DIN A4 Seiten, voll mit Notizen gekragelt habe, die ich natürlich nicht alle hier erzählen könnte, weil das ist einfach viel zu viel. Deswegen versuche ich das jetzt einfach mal so in eine verdauliche Form zu bringen und weiß aber noch nicht genau, ob es mir gelingt. Weil, wie immer, bin ich ja nicht einfach zu einem Paper gekommen, sondern ich bin auch nicht zu einem Telegram-Paper gekommen, weil ich Telegram-Paper lesen wollte, sondern weil ich mich eigentlich damit beschäftigt habe, was für Idioten am 6. Januar, 6. Januar war es, ja. Diesen Riot, diesen Sturm auf das Kapitol gemacht haben. Ihr erinnert euch, oder? Dieser Typ mit diesem komischen Hornfellgedöns auf seinem Kopf, der da man weiß es nicht, Amerika-Fahne geweht hat und
sich ihr Land zurückholen wollten oder sowas in der Art. Genau, über die habe ich nämlich gelesen und bin dann zufällig auf ein Paper gestoßen, das sich damit beschäftigt, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, ob man das aus der Sprache der Menschen erkennen kann. Also dieses sich aufwiegeln bis hin zur Eskalation. Und was die nämlich gemacht haben, sind sich Telegram-Nachrichten anzuschauen. Und zwar genau einen Telegram-Channel, einen öffentlichen. Und zwar von den Leuten, die auf dieses Kapitol gestürmt sind. Da gab es nämlich einen offenen Telegram-Kanal und da haben sie sich die Nachrichten heruntergeladen. Diesen ganzen, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten waren das, mehrere 10.000, ich glaube 25.000, ja, 25.000 Telegram-Nachrichten haben die sich heruntergeladen. Von dem einen Tag? Nein, von 4 Jahren. Dieser Kanal, den gab es nämlich 4 Jahre und die haben die sich komplett runtergeladen, aber die haben dann so Analysen gemacht, ne, wann, wie viele Nachrichten und so weiter und der Peak, also der absolut krasseste Peak war halt kurz vor dem Riot, ne, und am Tag selber und am Tag danach. Und vorher dümpelte das so vor sich hin und die haben jetzt versucht rauszufinden, so mit automatischen Erkennungsalgorithmen erstmal, ob man da irgendwie Hate Speech erkennen kann. Und das finde ich halt ganz interessant, weil sie haben so erstes mit dem Automatischen gemacht und sie haben aber versucht, also eigentlich versucht, nicht nur Hate Speech rauszukriegen, weil ich glaube, damit verbindet man ja eher direkte Ansprache, ne? Sowas wie Angriffe, Mobbing, Hasstiraden auf Leute, Shitstorms, sowas in der Form, die eher direkt sind. Und worum es hier ja geht, ist ja indirekte, implizite Schädigung durch Sprache. Also es hat ja niemand in der Gruppe, der angegriffen wurde, sondern man hat ja immer nur über jemanden gesprochen. Und das machte es ein wenig schwierig für die Algorithmen. Die haben auch generell dann gesagt, das muss man eigentlich ein bisschen anders angehen, weil da gibt es ja andere Arten von Sprache. Und die haben ja auch manchmal ihre eigene Sprache, die ein bisschen nach Codes oder kodiert ist. Und dann sind sie hingegangen und haben sich so einen Ausschnitt genommen und haben alle Nachrichten per Hand gelesen und analysiert und zugeordnet und haben dafür eine eigene Taxonomie für Harmful Speech gemacht. Und Harmful Speech schließt eben mehr ein als jetzt Hate Speech, ne? Also Harmful Speech schließt eben so Sachen ein, also schädliche Rede würde ich es mal nennen, die eben so ein bisschen anders sind. Und da gibt es so ein paar Beispiele, zum Beispiel so die erste Form ist sowas wie Brandstiftung, also sowas wie, ne, Tod allen XY oder wir sollten sie alle einsperren, wir sollten sie alle verjagen. Also das ist ja, man legt ja Feuer. So, ne? Und das erkennt jetzt ein automatischer Algorithmus nicht so leicht. Ja, und dann gibt es noch... Wie meinst du, das erkennt er nicht so leicht? Also, weil du nicht weißt, nach welchen Worten du suchen musst, oder? Genau, es sind ja nicht Beleidigungen. Es sind ja nicht bestimmte einzelne Wörter oder Worte, sondern es ist ja eine Konstellation aus verschiedenen Dingen. Aber einige Algorithmen kriegen das schon ganz gut hin. Aber da muss man natürlich schauen, man braucht den Kontext, ne? Und bei wir sollten sie alle einsperren, wenn du das jetzt über, keine Ahnung, fliegende Bienen im Sommer sagst, die dir deinen Kuchen wegessen wollen, ist das ein anderer Kontext. So, genau, also da brauchst du öfter mal eigentlich jemanden, der mit Verstand da drauf schaut. Dann gibt es aber auch so einfachere Sachen, eben sowas wie, ja, Idiot, zurückgeblieben, fuck, also oh Gott, jetzt sind wir absolut über 18 hier in diesem Chat. Genau, also so wirkliche Beleidigungen, ja, irgendwas, was halt entmenschlicht, Vorurteile, solche Sachen. Und dann gibt es, und das finde ich sehr, sehr interessant, gibt es diese wie nenne ich das? Also was wie Demo-Rats. Also man sagt ja nicht Demo-Rats, sondern Demo-Rats. Also so
leichte veränderte Worte, die was, also die was anderes bedeuten. Da gab es doch auch was bei Deutsch, oder? Ich habe schon wieder vergessen. Aber von der anderen Seite, dann hat man nicht mehr über... Genau, was eigentlich ja auch wieder nicht in Ordnung ist, weil Idioten ist ja eigentlich auch eine sehr ableistische Beleidigung. Aber ich glaube, Covignoranten war es dann. Aber genau, solche Sachen haben sie dann auch gefunden oder irgendwelche beleidigenden Metaphern, sowas, sie sind wie die Pest. Und ja, und dann aber auch Wörter, die eigentlich nicht beleidigend sind, aber so benutzt werden. Sowas wie schwul oder Jude oder, also das sind ja Sachen, die sind ja keine Beleidigung, aber sie nutzen sie wie eine Beleidigung. Auch etwas, was ein Algorithmus jetzt schwerlich detektieren kann. Also das waren jetzt die ersten drei Kategorien und die vierte ist Othering. Kennt ihr Othering? Ja, also wenn man so ganz klar die innere Gruppe abgrenzt von allem anderen. Und also eine schöne Nachricht, Zitat aus diesem Chat ist: Are women banned from this chat? If not, why the fuck not? Wow, das ist ein ganz eigenes Level, nochmal krass. Aber hattest du schon gesagt, wie viele UserInnen da mit drin waren? Nee, noch nicht. Lass mich noch den letzten Punkt in der Taxonomie, also den letzten Punkt in dieser Klassifikation, das wären Codes. Sowas wie Trump Train oder auch die deutschen Klassiker wären jetzt eher sowas wie 88 oder so. Ne? Also Codes, die man vielleicht von außen kennt, aber die Insider auf jeden Fall kennen. Also das sind so die fünf Kategorien, die sie sich, die sie herausgefunden haben, herausgearbeitet und überprüft haben. Lass mich nochmal gucken, wie viele User waren das? Es waren 521 einzelne Nutzende. Jemand wirft hier noch einen im Chat, Dog-Whistles, das ist, glaube ich, auch eine interessantes Stichwort. Oh, was war das, nicht? Das ist so eine Art Code, der innerhalb der eigenen In-Group verstanden wird, sodass man sozusagen nicht das, also wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland heute in antisemitischen Kreisen unterwegs ist, sagt man nicht mehr die Juden, sondern man sagt Bilderberger oder so. Oder so, oder man spricht in einer bestimmten Weise über Mark Zuckerberg und dann verstehen die Leute, die so Insider sind, es geht eigentlich um Juden und die als solche werden als Feinde identifiziert. So. Das ist auch was du mit einem automatischen Algorithmus ja wohl kaum erfassen kannst, ne? Das ist sehr subtil, das glaube ich auch, ja. Das ist schwierig. Globalisten, ja, stimmt, das ist auch so ein Code, ja, ja. Mhm. Ah, ja, okay. Mhm. Und das hier, was hier JP sagt, das glaube ich auch. Ja. Also mir hat jetzt schon das Lesen des Papers ein wenig Schmerzen bereitet. Ich schicke euch mal gerade schon mal den Link zum Paper, das habe ich ganz vergessen. Also mir hat das schon ein bisschen Schmerzen bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die sind da ja sehr, sehr sachlich rangegangen. Ne? Also die haben sich diesen Korpus genommen, haben den runtergeladen. Übrigens kann man den sich, wie so manch anderen Datensatz, also wenn man danach noch nicht genug hat von Hate Speech, ich wusste nicht, dass es das gibt. Es gibt ein Public Repository of Hate Speech Data. Wenn ihr noch mehr davon haben wollt, also da gäbe es auch die Daten. Aber ist das dann auf Englisch wahrscheinlich ausschließlich, oder? Ja, genau. Okay. Die haben sich jetzt erstmal tatsächlich nur mit diesem einen Event befasst und haben quasi diese Taxonomie oder diese Kategorisierung entworfen und haben sie getestet. Ne? Also sie haben dann diese, ich glaube, es waren 14 Tage ungefähr, ich glaube 11 oder 14 Tage, die sie damit dann quasi durchgearbeitet haben. Dann hat noch jemand zweites ein Teil angeschaut und geguckt, wie gut passt das zusammen. Und haben das auch nochmal abgeglichen mit dem, was automatische Algorithmen machen. Ne? Und was ist vielleicht ein False Positive oder ein False Negative? Also was schlägt beim Algorithmus an, dafür aber nicht bei der menschlichen Klassifizierung oder umgedreht. Und das war eigentlich alles super interessant, aber mich hat halt diese Taxonomie total gefesselt. Also was soll, als Bibliothekarin, was soll ich auch sagen? Also wenn man mir sagt, ich komme hier mit einer Taxonomie, wir haben da mal was klassifiziert, hier haben wir die Kategorien für Hate Speech, dann denke ich mir so, ja, also kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und was sie tatsächlich gemacht haben von diesen, ich glaube,
26.000 Nachrichten haben sie dann eben 5.000 wirklich ganz detailliert angeguckt und gelesen. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, das steht da leider nicht. Und ob man danach Urlaub brauchte. Glaube ich schon. Ja. Und was macht man dann mit, wenn man diese Taxonomie auf der anderen Seite hat und dann 5.000 Nachrichten? Macht man dann so eine Codierung oder was macht man dann? Die haben erstmal versucht rauszufinden, was die Sprache so ausmacht und wie sich die Nachrichten verändert haben, zum Beispiel im Laufe der Zeit, als es sich quasi zugespitzt hat, ne? Also bis es dann zu dem großen Sturm gab. Und dann haben sie zum Beispiel ganz interessant versucht herauszufinden, ob dieser Mythos, wenn Trump etwas twittert, rasten die Leute noch mehr aus oder die reagieren da ganz besonders extrem drauf, ob der stimmt. Und haben quasi Trump-Tweets mit Nachrichten korreliert. Also ob, wenn Trump twittert, mehr Nachrichten kommen. Und das finden sie nicht. Also das supporten diese Daten jetzt nicht. Heißt natürlich nicht, dass es bei anderen nicht so wäre. Aber in dieser Gruppe war das nicht der Fall. Also ich glaube, das ist eine total, also das ist nicht nur so ein nerdiges Ding, weil man diese Telegram-Archive hat, kann man es machen und deswegen macht man das, sondern das ist eine wirklich auch relevante Art von Forschung. Ich hatte, das ist jetzt so rein zufällig, mir war das mal über den Weg gelaufen, es gibt über den Genozid in Ruanda in den 90er Jahren, vielleicht haben das manche gehört oder noch so grob im Kopf, an den Tutsi, einer Bevölkerungsgruppe in Ruanda, da gibt es ganz interessante Studien darüber, wie Hate Speech im Radio total wichtig dazu beigetragen hat. Also wie sozusagen in einer ganz kurzen Zeit mit so einem modernen, also, ja, so macht man das halt heute, ne? Medium wie Radio, Leute darauf vorbereitet worden sind, sozusagen, sich selbst als diese In-Group zu sehen und diesen Hass zu entwickeln, der dann den Völkermord möglich gemacht hat und so. Und das war, das gilt also eines der ersten Male, wo das sozusagen, ja, das ist fast ein bisschen zynisch, das zu sagen, ja, aber wo sozusagen live während es passiert ist oder auch schon, ja, dann zu dem Zeitpunkt jedenfalls, das von außen untersucht wurde und auch verstanden wurde, wie dieser Zusammenhang ist und so. Daran erinnert mich das gerade total. Also ist jetzt eine andere Liga zugegeben, ja. Also ein Genozid ist nochmal eine andere Sache. Ja. Aber die Mechanismen, nicht, dass man eine Masse so mobilisiert mit Hate Speech halt, ne? Ja, und ich glaube auch, dass diese kleine Untersuchung ist ja nur so ein kleines Puzzleteil, aber ich glaube, wenn man das eben größer anlegt, ne, jetzt wo man vielleicht so eine Taxonomie hat und man hat die mal erprobt und man schafft es vielleicht dadurch, die Algorithmen zu verbessern, ne, dass man dann auch solche Entwicklungen vielleicht sehen kann, während sie gerade noch passieren, weil dieses, und das sagen sie da auch total klar nochmal drin, also es geht ja bei dieser Sprache nicht darum, dass irgendjemand direkt verletzt wird, ne, weil er gar nicht direkt angesprochen. Aber es schafft ja eine Vergiftung der Kultur oder dieses Kreises, ne, mit genau diesen Gedanken, mit dieser Propaganda, mit diesen Ideen und auch eine Vergiftung des ganzen Online-Diskurses, ne? Also in den Gruppen ist es ja auch oft der Fall, dass dann plötzlich Einzelne dann doch auch daraus ausgegrenzt werden, ne? Weil man ja immer kleinteiliger rausfindet, wovon man sich abgrenzen will. Und diese Sprache und das, wie man da redet, verschiebt ja die Grenze des Akzeptablen immer in eine bestimmte Richtung. Bis es dann eben zu sowas kommt wie, ja, wir machen das jetzt, auf zum Kapitol. Und das ist in dem Fall ja passiert. Und ja, ist ein bisschen krass, finde ich. Ja, stimmt. Also diese Überlegung, dass das so weitere Kreise zieht, ich glaube, bei Online wird das sogar noch schneller oder immer mehr so gehen. Ne? Also oft hört man, oder ich höre manchmal diese Geschichten, naja, durch Online kann man sich selbst sozusagen individuell einfacher radikalisieren, dass man von irgendeiner verrückten Website hin dann zu einem Telegram-Kanal stolpert und im Telegram-Kanal werden Sachen gesagt, die auf einer normalen Nachrichten-Website schon gar nicht mehr vorkommen würden, selbst auf einer
ziemlich radikalen Website schon oder so. Aber umgekehrt gilt es natürlich auch, nicht? Also Sachen, die für eine bestimmte Gruppe im Telegram-Channel als normal etabliert worden sind, die werden von diesen Leuten dann ja wiederum rausgetragen in normalere, vielleicht Facebook-Kommentare oder so. Ne? Mhm. So ist es ja einfach. Das ist ja kein Masterplan, der dahinter steckt. Wir verseuchen die Welt mit unserem Diskurs oder so, sondern das passiert dann einfach, nicht? Also rein statistisch, wenn die so und so viele Anhänger haben, die verbreiten das Wort dann, ne? Das ist schon so. Ja. Und es schaukelt sich einfach hoch. Wie bei allem, ne? Also auch wenn man ja Spaß macht oder scherzt, sowas schaukelt sich ja auch hoch. Liegt irgendwie in der menschlichen Natur? Ja, also ja? Genau, wolltest du bei dem Inhalt noch weiter erzählen? Sonst hätte ich zur Methodik irgendwie noch eine Frage. Frag mich zur Methodik. Also ich finde das ja mal ganz, ganz spannend, was ForscherInnen sich dann halt wirklich auch so suchen, in welchen Stellen sie dann reingucken. Ne? Und ich glaube, Lambert, du hast das eben schon in so einem Nebensatz irgendwie angedeutet. So ist natürlich auch immer die Frage, wo kann man überhaupt gut reingucken? Ne? Also zum Beispiel YouTube als Kommunikationsuniversum irgendwie zu analysieren zu wollen, kommunikationswissenschaftlich oder so, ist halt eine Riesenherausforderung. Du hast zwar einerseits die Metadaten, die du vielleicht noch ganz gut durch den Computer durchschieben kannst, um da irgendwas dran zu analysieren. Aber es ist so unendlich viel Videomaterial, dass natürlich das niemand alles irgendwie angucken und dann klassifizieren kann. Und ich habe immer den Eindruck, dass die ForscherInnen und so suchen sich natürlich auch die Dinge, die funktionieren. Und manche Dinge, in manchen Tools geht das halt. Twitter zum Beispiel hat da ja auch vor ein paar Jahren mal irgendwie eine Änderung mal eingeführt. Früher war das, bis vor einigen Jahren war das mal so, dass man da wirklich anscheinend richtig viel aus dieser Twitter-API rausziehen konnte. Und dann haben sie irgendwann mal so ein Limit eingebaut und gesagt, man kann jetzt nur die x-tausend letzten Tweets oder so abfragen, wenn du nicht so einen wirklich privilegierten Zugang hast, den die Firma dir dann einräumen muss. Haben die was darüber geschrieben oder weißt du was darüber, ob sie da jetzt irgendwie auch einen privilegierten Zugang haben oder waren die nur so ein ganz normaler Lurker, der da irgendwie mitgelesen hat? Weißt du das? Nee, die waren Lurker, die mitgelesen haben. Hm. Und das finde ich ja generell, weil das, was du ansprichst, einfach super spannend, weil das ich jemanden kenne und auch mal relativ lange Diskussion darüber hatte, dass bei Social-Media-Forschung ja immer das Problem besteht, dass man ja wirklich Nachrichten in großen Mengen sammelt und bereitstellt von Menschen. Ne? Und das kann in jeder Frage sehr ethische Fragestellungen aufwerfen. Ne? Also ob es jetzt natürlich also es ist kein Argument zu sagen, es ist öffentlich, also nehmen wir es. Ne? Das kann es eigentlich nicht sein. Und dann damit Forschung zu betreiben, ist ja auch nochmal was anderes. Ne? Also das zu analysieren und daraus dann Schlüsse zu ziehen und die Daten in vielleicht so einem Repositorium bereitzustellen, ist ja noch was anderes. Wobei die dort natürlich anonymisiert und so weiter sind. Aber dennoch, ne? Also es ist auf jeden Fall eine Frage bei Social-Media-Forschung, wie weit darf man da eigentlich gehen? Weil das sind immer Menschen. Also, es sei denn, man forscht zu Bots. Ja. Ja. Auf Facebook gab es jetzt irgendwie vor ein paar Wochen eine Nachricht, wo sich dann Forschungsprojekte zurückgezogen haben, weil Facebook ihnen verboten hat, da irgendwie die Daten rauszukitzeln. Ich weiß nur, dass Algorithm Watch zum Beispiel, das ist ja eine deutsche NGO, die da anscheinend auch, wie der Name der NGO schon sagt, Algorithm Watch macht, die hatten versucht halt irgendwie, ich glaube über Browser-Plugins, die sie dann tausenden UserInnen in ihre Browser, in denen sie in Facebook eingeloggt sind, reingeklemmt haben, versucht halt Daten abzugreifen, was Facebook zum Beispiel an personalisierter Werbung ausspielt oder so. Und da haben sie dann irgendwie keine Klage, aber so eine Drohung mit dem Anwalt, glaube ich, war das gekriegt. Und wenn dir irgendwie Facebook irgend mit dem Anwalt droht, dann hast du als kleine deutsche NGO, glaube ich, irgendwie schlechte Karten. Was traurig ist natürlich, ne? Und die haben sich dann halt zurückgezogen und sagten dann halt, gut, dann ist halt leider hier Forschung in diesem Kontext so, also echte freie Forschung, die nicht jetzt innerhalb von der Facebook-Firma passiert, die natürlich Zugriff auf die ganzen Daten hätten, halt so nicht möglich. Ne? Mhm.
Ja, das stimmt. Und die machen ja jetzt auch keine Forschung zu Sprache, sondern die haben tatsächlich Algorithmen versucht zu erforschen. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da die Fragestellung war, aber das war, genau. Okay. Aber irgendwie, weil wir ein bisschen abgeglitten sind Richtung, Social, wie analysiert man Social Media inhaltlich, ja. Ja, aber macht ja nichts, macht nichts. Ist ja auch spannend. Ein schön nerdiger Hinweis von Orangenöl hier, das wäre ein RAD-SWD-zertifiziertes Forschungsdatenzentrum wert. Nee, aber das stimmt, das ist so ein richtig schönes, also in Anführungszeichen. RAD-SWD, schönes. Was ist das denn? RAD für Sozial- und Wirtschaftsforschungsdaten Daten? Oder so ähnlich. Also Dilemmata. Auf jeden Fall, das ist so eine Art Konsortium von Leuten, die Data Science oder Forschungsdatenanwendungen machen, wo es diese typischen Probleme gibt aus den Sozial- und Wirtschafts- und Sozialdaten, danke, ja. Mhm, und das sind oft so typische Probleme, ne? Also wie man sensible Inhalte aufbewahrt und für die Forschung zugänglich macht und so. Ja. Ja. Keterum Kenseo von Tom hier. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin halt, ich musste halt bei diesem Fund dieses Papers halt auch so daran denken, dass es mir ja im Moment tatsächlich so immer so geht, wenn, also im letzten Jahr auch, wenn ich eine Nachricht bekam, XY benutzt jetzt Telegram, dass ich immer sagt, oh nein, bitte nicht. So, also weil meine Assoziation mit Telegram schon in diese Richtung geht. Also deswegen fand ich jetzt, also für mich, irgendwie sinnvoll, gerade Forschung dort zu machen und nicht jetzt vielleicht auf Facebook, weil ich weiß gar nicht, ob bei Facebook da noch überhaupt so viel los ist, ganz ehrlich. Benutzt das noch jemand? Face was? Ja, genau. Unsere Generation weiß noch, was Facebook ist. Ich sage das mal so, aber ja, nee, stimmt. Die anderen kennen halt Instagram. Ich weiß nicht, das sind halt so Tribes, ne? Und man versteht die anderen schon gar nicht mehr, die sich anderswo. Othering, ja. Genau. Ja, das war mein Beitrag dazu. Also da gibt es noch ganz viele tolle kleine Bildchen und Auswertungen, aber ich finde, diese Entwicklung der Taxonomie war einfach das Ding, was mich daran super fasziniert hat. Und die haben noch so Analysen gemacht, ne, wie viele Nachrichten mit Ad, also mit jemandem erwähnen gibt es. Und ich glaube, von diesen analysierten 4.500 Nachrichten waren ungefähr 17% tatsächlich gefleckt mit Harmful Speech, genau. Also die haben da noch ganz viele Zahlen gemacht und ich finde es toll, dass es da halt so Forschung gibt. Und ich weiß nicht, ob man damit Vorhersagen treffen könnte, ne? Und ob man das will, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, dass man immer so einen Bot mitlaufen hat. Aber was ich auch mitgenommen habe, ist, dass der automatische Algorithmus sehr viel False Positive hatte. Also ganz viel als Hate Speech definiert hat, was es eigentlich nicht ist, oder als Harmful Speech. Das heißt für mich auch so ein bisschen, dieses automatische Blocken oder Löschen ist nicht, also noch nicht so sicher, dass man dann nicht aus Versehen Leute blockt oder Sachen löscht, die eigentlich relevant sind. Und ja, also sollte man sich mal überlegen. Und ich finde auch, es ist auch einfach relevant, selbst wenn man diese Pre-Crime-Sache nicht machen kann, dass man Verbrechen vorhersagt. Es ist so ein Bildungsthema, finde ich auch, weil das mit dem Othering zu verstehen, das ist einfach ein Schlüsselelement davon, wie Nationalismus funktioniert. Mhm. Also wie er wirklich geht und steht in der Wirklichkeit, wie er sich verbreitet. Und das ist auf jeden Fall, das gehört sogar in die Schule, finde ich, oder so solche Themen. Das ist total relevant, super interessant. So. Ja, und wenn wir noch beim 6. Januar waren, dann kann ich nicht umhin auf diese sehr, sehr sehenswerte, aber auch nur mit guten Nerven ertragbare 40-Minuten-Zusammenfassung der New York Times von diesen Ereignissen des 6. Januar hinzuweisen. Das ist wirklich krass. Also da muss man irgendwie, sollte man keine Kinder dabei haben. Und da werden dann halt auch die Kampfszenen aus dem Inneren da dargestellt, auch richtig sehr bildlich, wo es auch ja zu Todesfällen gekommen ist. Und ja, das ist schon krass, wie die Verblendung da die Leute zu Gewalt getrieben hat. Wahnsinn. Ich habe noch nicht so viel weiter gelesen in dem, was ich da mir lesen will. Vielleicht schaue ich mir lieber die Doku an. Ja, gut.
So, das war der Downer zum Anfang. Der Downer zum Anfang, ja. Ihr wolltet es ja so. Aber ja, Claudia, nur noch gute Frage, Laune und Schunkeln. Wenn du bei der Nachricht benutzt, jetzt Telegram schlechte Laune kriegst, wieso benutzt du dann Telegram? Ich habe tatsächlich Telegram schon seit Ewigkeiten, also wirklich super viele Jahre, weil ich früher ganz viele Menschen kannte, die Datenschutz gerufen haben, und ich habe ungefähr jede datenschutzsichere Kommunikationsmöglichkeit auf meinem Handy, die man sich denken kann, weil auf jeder ist mindestens eine Person, mit der ich noch schreibe. Ja. Deswegen habe ich noch Telegram. Hi OVNN. Und hi Tobi Bookworm. Ja. Kurze Frage an die zwei. Habt ihr den Elefanten getötet? Könnt ihr mir beantworten. Wir haben vorhin gestreamt. Das tut man nicht. Ich finde es nicht okay. Elefanten töten, nein. Nein, also, Lambert, es ist noch viel schlimmer. Es ist nämlich ein Plüschelefant. Nein. Dann erst recht nicht, hätte ich jetzt weiß, gesagt. Ich weiß, unter rein ethischen Gesichtspunkt. Ja. 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 Ja, ansonsten hätten wir noch zwei weitere Themen. Das eine ist halt Lego. Und das andere ist, wir stellen nur Fragen. Ja, was möchtet ihr jetzt hören? It's up to you. Genau. Garantiert elefantenfrei, mein Thema. Tötet, was trötet. Oh, jetzt werden hier noch schlechte Witze gerissen auf Kosten von Elefanten. Ja, ja, das Computerspiel ist, also hatte ich das nicht beim letzten Mal schon erzählt, Lambert? Da muss man tatsächlich einen Plüschelefanten töten. Man kommt nicht drumherum. Also OVN, ich habe das schon gespielt und ich musste einen Plüschelefanten töten. Alle meine Plüschtiere waren tagelang sauer auf mich. Aber ich musste so an dich denken und an unsere allererste Folge Forschungsstrom. Als Echt? Du von, Echt? Als du dieses Video hattest, diesen Vortrag von der Frau, die über Kontrollverlust in Videospielen gesprochen hat. Und du hast keine Wahl in diesem Spiel. Entweder du tötest diesen Plüschelefanten und reißt ihm die Beine aus. Oder du machst es zweimal wie OVNN. Da wird der Kontrollverlust noch so richtig kultiviert. Mit ja, Sehnen aus. Das Schöne ist, Tobi wusste auch, was kommt. Die haben es also schon vorsätzlich gemacht. Also wir, OVNN und ich, waren beim ersten Mal noch unschuldig. Wir wussten nicht, was kommt. Aber genau. Also entweder du spielst es, du machst es oder du hörst auf zu spielen. Das ist, und da musste ich sehr an unsere erste Folge denken. Gut, also ich kann versprechen, dass der Lego-Teil eher ein Upper ist. Ich würde dann fast vorschlagen, Henning, mach mal weiter. Ja. Mach du mal. Genau, ich stelle nämlich nur Fragen. Und das passt eigentlich auch eigentlich sehr gut im Anschluss, in den Anschluss an Claudia, Claudias Thema. Denn, genau, ich habe, warte, ich schicke euch erstmal den Link in den Chat. Also ich habe ein bisschen gecheatet, es ist nicht wirklich eine wissenschaftliche Studie, die ich mitgebracht habe, sondern es ist ein Meinungsstück, was in Nature erschienen ist. Mhm. Und es geht um WissenschaftsleugnerInnen und wie man mit ihnen umgehen kann und umgehen sollte. Und der Titel von dem Paper lautet Talking to Science Deniers and Skeptics is not hopeless. Und insofern habe ich in der Tat ja auch heute mal was Aufbauendes. Es ist jemand, der heißt Lee McIntyre und ist Professor in den USA und hat auch gerade ein Buch geschrieben, How to Talk to Science Deniers, Conversations with Flat Earthers, Climate Deniers and Others. Und ich musste daran denken, weil ich irgendwie auf Netflix vor einem Jahr oder so eine für mich sehr augenöffnende Doku gesehen hatte über Flacherdler. Die heißt Über den Tellerrand auf Deutsch oder Behind the Curve auf Englisch. Mhm. Und diese Doku guckst, packst dir wirklich an den Kopf, dass Leute ernsthaft der Meinung sind, also wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt sind, dass wir auf einer flachen Erde leben. Und dass es da eine riesige Verschwörung gibt von Leuten, die irgendwie ein super Interesse daran haben, die ganze Wissenschaft zu faken und die ganzen Videoaufnahmen von den Raumfahrtmissionen zu faken und
den Dirke-Weltatlas zu faken und alles nur, damit keiner rauskriegt, dass wir auf einer flachen Erde wohnen, wo dann so die Kontinente so in der Mitte sind und ganz außen drumherum ist die Antarktis als Rieseneisbegrenzung, damit das Wasser nicht vom Teller runterfließt. Mhm. Und ja, da gibt es also wirklich Leute, die das irgendwie glauben und da drin stecken und dann zu so Conventions gehen und die gehen dann auch auf diese Conventions und lassen die dann da reden. Ja, gut. Es ist, genau, ich mache mich schon wieder lustig. Das soll man nicht machen. Sagt Lee McIntyre, sondern er sagt, geht mal hin und redet mit den Leuten. Und er war zum Beispiel auf einer Flat Earth Convention, vielleicht war das auch die, wo sie mit der Netflix-Doku da waren, weiß ich nicht, in Colorado und in Pennsylvania und hat da irgendwie mit den Leuten gesprochen. Und seine Erfahrung hat er hier in diesem Meinungsstück dargestellt. Und er sagt halt, viele Leute, die überlegen jetzt irgendwie mit ja, Flacherdlern oder KlimawandelleugnerInnen oder Corona-QuerdenkerInnen irgendwie zu diskutieren, die haben schon aufgegeben. Und er sagt, es ist aber trotzdem trotzdem gut, das zu machen. Man müsste sich nur über die Strukturen dessen klar sein, wie die argumentieren. Und er sagt halt, die haben im Wesentlichen fünf Argumentationsmuster. Ich glaube, wir hatten da im Forschungsstrom auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Er sagt halt, entweder betreiben sie Cherry-Picking oder relying on conspiracy theories. Sie bringen irgendwelche Fake-Experts vor. Oder sie haben illogical reasoning oder insisting that science must be perfect. Auch ich glaube, auf Deutsch ist das dieses Plurf oder Plurf-Konzept. Wir hatten das auch schon mal. Ich wollte hier nochmal eben kurz in den Chat noch einen Link dazu geben, wo man sich das angucken kann. Zum Beispiel bei klimafakten.de. Tolle Webseite übrigens. Kann man sich das angucken. Also das P steht für Pseudo-Experten, die gerne vorgeschoben werden. Das L von Plurf steht für Logikfehler. Das U sind unerfüllbare Erwartungen, also dass man von der Wissenschaft irgendwie, was ich eine Exaktheit erwartet. Das erwartet, was man im Fernsehen immer sieht. Das erwartet, was man im Fernsehen immer so erzählt bekommt. Ja, ne, genau. Oder dass halt jegliche Wissenschaft so exakt ist wie die Mathematik oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Dann das R von Plurf ist die Rosinenpickerei, also das, was wir eben als Cherrypicking hatten. Und das V sind Verschwörungsmythen, die auch mit aufkommen. Und wenn ich zum Beispiel halt mich in solchen Diskussionen mit solchen Leuten wiedergefunden habe, habe ich bis vor ein paar Jahren immer halt gedacht, ja gut, ich habe ja die Fakten und dann kann ich die ja darlegen und dann ist das ja gut und dann müssen die das ja verstehen. Und der Lee McIntyre ist also anders vorgegangen und seine Methode wollte ich euch mal hier vorstellen. Er ist also auf diese Flat Earth Convention gegangen und am ersten Tag hat er sich mit den ganzen Leuten unterhalten, hat aber nichts gesagt, sondern hat nur Fragen gestellt. Das heißt, er hat versucht, sich sozusagen in deren Denkmuster reinzudenken und hat einfach nur zugehört und nichts dazu gesagt. Dann am zweiten Tag hat er angefangen, immer Fragen zu stellen. Und er hat damit sozusagen immer versucht, den Dialog im Laufen zu halten. Und er hat dann nicht angefangen, so wie ich das gemacht habe, dann gegen das, was die an Bullshit-Argumenten da vorgebracht haben, dagegen zu argumentieren und die Gegenbeweise zu liefern, sondern er hat dann gefragt, welchen Beweis hast du denn dafür? Also zum Beispiel jetzt bei den Flat Earthern dann irgendwie ja, welchen Beweis hast du denn dafür, dass die Erde flach ist und keine Kugel ist? Und wenn sie dann zum Beispiel gesagt haben, ja, wenn die Erde rund wäre, dann bräuchte ich da halt einen Beweis für, dann hat er sie gefragt, ja gut, welcher Beweis würde dir denn ausreichen? Und da kam dann anscheinend oft nichts oder manchmal kamen Dinge, wo es dann schon Beweise dafür gibt. Und wenn sie auf Verschwörungstheorien zurückgegriffen haben, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, die NASA ist
ist von der Regierung gekauft und deswegen sind die Raumfahrtfotos von außerhalb der vom Erdorbit alle gefaked. Dann hat er wiederum nach den, also hat er gefragt, so, ja, aber wieso vertraust du denn dieser Theorie, wenn du schon irgendwie den anderen Ding nicht vertraust? Und was ist der Beweis dafür? Und immer weiter nachgefragt und nicht groß gegenargumentiert, sondern immer nur weiter nachgefragt. Und seine Erfahrung war dann, dass er es damit also geschafft hat, dass sie zumindest in Zweifeln geraten sind. Ich weiß, ich habe das auch, Strategie des Nachfragens hört man ja öfter in so wissenschaftlich kritischen Kreisen, also so, was nicht bei der GWOP oder so, habe ich das öfter schon was zugehört. Oder Marina Weißband sagt das eigentlich auch immer, wenn sie irgendwo in einer Talkshow zu Gast ist oder auch hier dieses, wie heißt dies, Autorenduo Katharina Nokun und Pia Lamberti, diese Fake Facts und True Facts geschrieben haben, die sagen das auch immer. Ich muss gestehen, es ist ganz schön anstrengend, glaube ich. Aber mich hat dieser Artikel, dieses Meinungsstück hier nochmal dazu gebracht, dass man das doch vielleicht nochmal versuchen könnte oder versuchen sollte. Das ist aber wirklich anstrengend. Also, wenn ich mir vorstelle, wie lange war der auf dieser Convention? 3 Tage? Ja, das klang für mich so. Also, ich bringe diese Geduld vielleicht für 2 Stunden auf. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich eine Pause brauchen, um mich, meinen Kopf gegen jemanden zu schlagen. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dafür muss man gemacht sein, oder? Kann es sein? Und es ist dann vielleicht sinnvoller, wenn man sagt, also ich bin dafür nicht gemacht, dann ist einfach gar nicht erst zu versuchen. Also bei der Pia Lamberti gibt es dazu ja auch interessante Reflexionen, nicht? Dass man auch sozusagen Self-Care nicht aus dem Auge verlieren sollte bei dieser Art von Auseinandersetzung. Oder dann auch umgekehrt, das fand ich auch eine interessante Überlegung, dass man sich überlegt, okay, wie wichtig ist mir das jetzt eigentlich gerade oder so, nicht? Also ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt so im engeren persönlichen Umfeld Leute hat oder sowas, ist es ja vielleicht auch eine Option, aber eine schwierigere Option zu sagen, hey, ich lasse die jetzt einfach so, wie sie sind. Das ist komplett absurd, aber ich beschäftige mich mit diesen Leuten nicht mehr oder so, weil man will sich ja mit ihnen beschäftigen und dann fällt die Abwägung oder das Ergebnis vielleicht anders aus, ne? Als ob man jetzt also das ist natürlich das Radikal am anderen Spektrum, dass man freiwillig eine solche Konferenz aufsucht von solchen Nasen, um sich damit auseinanderzusetzen, obwohl man sie gar nicht kennt und so. Aber es ist auf jeden Fall wert, das abzuwägen, klar, das denke ich schon. Also. Und auf einer Convention macht es wahrscheinlich mehr Sinn, als es online zu tun, weil dann habe ich sofort Hennings Lieblings-XKCD im Kopf. Genau, someone is wrong on the internet. Ja. XKCD Nummer 386. Ja, aber genau, die können halt da auch nicht weglaufen. Ne? Ich musste gerade auch so ein bisschen so dran denken, Lambert, also sowas mit, wenn Leute komische Einstellungen zeigen, das kann halt auch irgendwie in der Onkel- und Tanten-Telegram-Gruppe passieren, ne? Und da hat man vielleicht eigentlich noch ein Bedürfnis, dann den durchgeknallten Onkel vielleicht noch wieder einzufangen. Aber in der Telegram-Gruppe ist das halt auch so eine Kommunikation, die dann schnell abreißen kann. Aber wenn du wirklich physisch voreinander stehst, dann geht das vielleicht besser. Wobei ich glaube, es muss der richtige Abstand sein. Es darf nicht zu weit weg sein im Sinne von online. Ne? Also da ist es dann, sich persönlich zu einer Convention treffen, gut. Aber zu nah dran ist auch schlecht. Also wenn man jetzt tatsächlich in der Familie direkt irgendwie Geschwister, Elternteil oder Kind oder wie auch immer hat, ich glaube, da ist man dann auch emotional so involviert, weil das hat ja auch wirklich Auswirkungen auf einen selber. Oder? Also bei Flat Earth kann man vielleicht noch halbwegs das hinnehmen, aber wenn man jetzt eher so in Richtung Corona-Leugnung geht, dann ist das ja tatsächlich etwas, was Familien spalten kann. Und da ist auch, glaube ich, nachfragend kaum möglich. Ja,
auch da gibt es natürlich Strategien. Also ich will gar nicht suggerieren, dass es da eine einfache Lösung für gibt. Ne? Ich habe zufälligerweise tatsächlich einen Verwandten, der in einem dieser mobile Beratung gegen Rechtsteams arbeitet. Und das ist ganz interessant. Der hat mal so ein bisschen so ein paar Ansätze, die es da gibt, geschildert. Also die beraten Leute, bei denen das eben der Fall ist, nicht? Dass also zum Beispiel im engeren Familienkreis oder so jemand sich radikalisiert quasi zum Nazi oder so. Sowas passiert ja, ne? Und die Leute suchen Rat, wie gehe ich jetzt damit um? Und eine Sache, die solchen Leuten raten, ist nochmal sozusagen zu kommunizieren, hey, ich habe ein Interesse an dir und es gibt sozusagen eine Ebene, auf der wir einen Austausch haben sollten, ja, vielleicht sprechen sollten auch oder sowas. Nur die und die Themen, das ist für mich komplett, also das ist Wahnsinn für mich, das mit dir zu diskutieren oder so. Das ist zu hart oder zu krass und das diskutiere ich jetzt gerade erstmal nicht mehr mit dir. Und trotzdem gibt es diese andere Ebene aber dazu noch. Ne? Mhm. Und solche Tipps oder solche reflektierte Herangehensweisen an so eine spezielle Sachen gibt es sicherlich auch nochmal dann. Ne? Aber das ist okay, das ist jetzt eine ganz andere Ecke natürlich als die Leute, die sagen, derailed. Wir haben Hennings Thema komplett derailed. Nee. Ja, nee. Komplett anderes ich Thema. Hier, nee, sorry, ich ja. Ich lese dir den Satz vor, der hier auch dran steht. And trust has to be built with patient respect, empathy and interpersonal connections. Und Trust sieht er halt hier auch als eine notwendige Voraussetzung an, der aufzubauen ist, weil die Leute halt, also es gibt halt dieses sogenannte Defizitmodell, das besagt, irgendwie den Leuten fehlt nur das Wissen und die richtigen Fakten und dann würden sie schon einsehen, dass sie Unrecht haben. Das ist aber halt irgendwie outdated anzusehen, dass man irgendwie einfach mit mehr Wissen reinschütten da irgendwie was helfen kann, sondern ja, oftmals muss man Leute als Person überzeugen. Er bringt hier auch explizit in der Studie noch ein Beispiel, oder nicht in der Studie, sondern in diesem Meinungsstück ist es eigentlich, bringt er ein Beispiel, was das Thema Impfen und Impfskeptizismus unter Eltern von kleinen Kindern angeht. Da gab es 2019 eine Studie, wo man sich geguckt hat, lassen Eltern ihre Kinder impfen oder nicht, haben die in zwei Gruppen aufgeteilt und die eine Gruppe haben sie sozusagen direkt zum Kinderarzt geschickt und dann geguckt, wie viele sind da für herausgekommen. Und die andere Gruppe haben sie vorher ein 20-Minuten Interview mit Expertinnen und Experten gesetzt, die dann auch die Fragen der Eltern in Ruhe beantwortet haben und nicht nur den einen ganz stressigen Kinderarzt-Termin hatten. Also quasi eine Art Individualberatung. Und da gingen dann halt von unter 1000 Familien, gingen dort halt, die das Interview hatten, haben sich 9% mehr ihre Kinder impfen lassen, als bei denen, die nicht das Interview vorher hatten. Und insofern halt Vertrauen aufbauen, persönliche Ebene aufbauen, auch hier in diesem Fall dann wahrscheinlich durch eine Ärztin oder so. Und zack, bums, hast du irgendwie mal 9% plus in der Impfquote. Mhm. Ja, interessant. Dieser Punkt mit der Beratung finde ich auch total spannend, weil ich habe tatsächlich auch eine Vorlesung, die Informationsberatung heißt. Also wo es dann darum geht, also normalerweise in Bibliotheken gibt es immer nur so kurze Auskunft, ne, so an der Theke, so nach kurzen Dingen, aber es ist ja auch da immer mehr das individuelle Beratungs Ansatz gefahren wird, ne, dass man sich eine halbe Stunde, Stunde Zeit nimmt, sich vorbereitet, nachbereitet, Kontakt pflegt, nachfragt. Und diese Art von Beratung ist viel nachhaltiger, als man manchmal denkt. Und dabei ist nicht immer nur das, welche Informationen vermittle ich jetzt, ne, also, sondern eben auch, ich stehe Rede und Antwort. Und das sind alles Informationen, die Sie sich ja auch quasi aus dem YouTube-Video hätten holen können, ne, bei diesem zu dem Impfen. Aber dass da jemand sitzt und Rede und Antwort steht und auf die individuelle Situation noch eingeht, macht einfach einen ganz großen Unterschied. Und er hat irgendwie einen nachhaltigen Effekt, finde ich. Ja, my two cents. Ja, Tom schreibt hier gerade irgendwie, er hat jemand aus dem Klimaskeptizismus in der Familie weggeholt. Und ja. Das glaube ich gerne, dass das emotional ist. Ja. Ja. Glückwunsch, dass es geklappt hat, so oder so. Ne? Also vielleicht hast du da intuitiv die richtige Ebene getroffen, dann einfach, weil du die Person kanntest auch. Das könnte ja eine Rolle gespielt haben. Ne? Mhm. Ja.
Aber ich finde es gut. Also ich glaube, ich muss mir das nochmal durchlesen, den Text, weil so mit diesem Nachfragend, das hilft vielleicht ja auch, wenn es eher so eine flüchtige Situation ist. Also wie oft, also jetzt nicht mehr mit Corona, aber sonst ist man ja irgendwie mal so zufällig mit Leuten zusammen, ne, und steht irgendwie da und unterhält sich nur kurz. Und wenn dann sowas kommt, dann kann man vielleicht einfach mit einer Nachfrage reagieren, anstatt einfach nur die Augen zu rollen. Also ja, muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Ja, ich glaube, aber Zeit nehmen musst du dir auf jeden Fall. Also das daran wirst du nicht vorbeikommen, glaube ich. Ne? Okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war jetzt die einzigartige Forschungsstrom-Show mit dem Double Downer, würde ich sagen. Gleich. Wieso? Das war doch eine gute Nachricht. Ah. Ich kann sagen, also das war doch genau. Es gibt noch Hoffnung. There's hope. Genau. There's hope, ja gut. Ja, das stimmt. Ja, ihr habt recht. Wir hatten nur das auf so einen Mollton beendet, die Besprechung des Papers. Aber ihr habt natürlich recht, das Paper selbst war. Ja, wer hat denn dann was mit Lego mitgebracht? Oh. Henning, unser Baukünstler. Was? Nein, so, Lambert, unser Baukünstler. Nee, ja, genau. Ja, du baust jetzt jedes Mal. Ist das jetzt so ein Ding? Nee, wir sind ja alle, ich meine, Henning ist derjenige, der sich in einer Forschungsstrom-Show ins Bällebad geworfen hat. Ich möchte daran erinnern. Insofern sind wir da alle recht affin, glaube ich. Niemand von uns hat Spielzeug in seiner Wohnung. Nein, never. Das ist seriös. Es geht schließlich um Wissenschaft. Genau, da wird nicht gespielt. Ich baue dann mal ein bisschen. Okay. Ja, ich vielleicht ist es eine lustige Sache. Ja, das ist auch scharf. Das passt eigentlich auch übrigens auch ins Genre von dem Jason Scott am Anfang der Show, weil der ja so Sachen aus den 80er, 90er Jahren auch bewahrt. Okay. Ja, ja, okay. Und zwar, ich hatte mich gefragt, Lego ist wirklich also auch so ein Kindheits Ding von mir und ich wollte mal kurz für diese Show eigentlich nur rasch gucken, was in der Wissenschaft so mit Lego gemacht wird. Mir war schon vorher klar, okay, es wird sicher viel darüber geben, ja, und es ist, wie man in der Bibliothekswelt sagen würde, Bücherregale voll von Literatur darüber. Nein, das ist Scherz, so reden Bibliothekar meistens nicht, aber nee, es gibt wirklich viel Literatur. Und dann war aber die Überraschung, dass ich dachte, okay, mal gucken, was es so gibt. Ich habe so ein, zwei Vermutungen, was man so machen könnte mit Lego in der Wissenschaft, so generell. Also was, also wo das Thema Lego-Bausteine, was mit Lego machen, in welcher Weise das in Papern vorkommen könnte. Ich vermute, ihr hättet auch alle ein, zwei Tipps. Und das Interessante war dann, dass je länger ich die Suchergebnisliste, also es gibt übrigens neben Google Scholar auch viele andere Möglichkeiten, sich Literatur zu finden. Zum Beispiel gibt Fragen es Sie eine Informationsspezialistin Ihrer Wahl? ja, genau, genau. Suchen Sie eine Beratung. Suchen Sie eine Beratung. Auch. Das ist ganz vorurteilsfrei, ganz unemotional. Wir urteilen auch nicht über Ihre bisherigen Vorannahmen. Nein, aber zum Beispiel, wenn man jetzt so einen One-Stop-Einstieg im Internet haben wollte, was cool ist, was jetzt hier auch bei dieser Recherche hilfreich war, ist so ein relativ neues Ding, das nennt sich Semantic Scholar oder so. Mhm. Aber gut, das nur am Rande. Nee, und was dann mir dann doch aufgefallen ist und was mich verblüfft hat, ist, dass ich bin dann ein Ergebnis nach dem anderen durchgegangen, also so im Überfliegemodus. Nichts von den Studien, die ich jetzt gleich erwähnen werde, kann ich wirklich was drüber sagen, ob das solide Wissenschaft ist. Das ist meistens ja ein Urteil, was man sowieso ist. Also das ist ein ganz anderer Level von Auseinandersetzung mit dem Thema. Ne? Es gibt ja so den Browsing-Modus und den, okay, ich verstehe jetzt ungefähr, worum es hier gehen soll, Modus, nenne ich es jetzt mal, ja, versus dann wirklich was darüber sagen können, ob das überhaupt irgendeinen Inhalt hat, geschweige denn, ob die Ergebnisse stimmen könnten oder was daran relevant ist oder so. Aber so, ne, aber nur vom Überfliegen her. Es ist dann eben verblüffend festzustellen, in wie vieler verschiedener Hinsicht Lego in der Forschung auftaucht, ja. Weil es komplett unterschiedliche Dinge sind, die mit Lego gemacht werden. Wirklich. Und ich habe, um euch das zu veranschaulichen, so einen kleinen Literature Review angefangen.
ich nenne es Meta-Study, weil das klingt schicker, und habe das als kollaboratives kleines Dokument angelegt, in HackMD, also in Markdown, und das ist kollaborativ, es ist offen, das ist ein kleines formales Experiment hier, ihr könnt das gerne ergänzen, korrigieren oder so, wenn euch noch gute Beispiele fallen. Man kann so Muster sammeln in dem Dokument, wo und wie in der Forschung Lego benutzt wird, mit Beispielen. Und wenn es cool ist, was dabei rauskommt, kann ich das gleich aus der HackMD-Umgebung in ein Git-Repo in meinem GitHub-Account pushen. Das würde ich auch glatt machen und das frei der Menschheit zur Verfügung stellen. Kann man es später noch ergänzen. Aber jetzt erstmal zum Anfang, es ist in so einem kollaborativen Editor, das macht mehr Spaß, man kann es einfacher bearbeiten. Einen Moment, ich habe es hier gleich. Und dann gehe ich mal kurz die Beispiele, die ich gefunden habe, die echt erst die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich sind, gehe ich mal ganz kurz durch und zeige ein paar Bilder aus den Studien, die total witzig sind und euch überraschen werden, was alles gemacht wird. Ich garantiere euch. Bin ich gespannt. Tipps. Jetzt gehe ich hier erst nochmal in den Chat und schmeiß den Link da rein. Ich würde vorschlagen, ich mache ein Screensharing, aber parallel könnt ihr aus dem Chat heraus ins kollaborative Dokument reingehen. Jetzt müsst ihr mir mal helfen. Share Screen, Chrome Tab. Puff. So. Jetzt. Ist das so? Ja, ich glaube, das ist so einigermaßen okay, ne? Ich werde auch aus dem Dokument gleich rausgehen und auf die einzelnen Beispiele gehen. Wie gesagt, wenn da Interesse besteht, kann man sich den Link ja anklicken und das dann selbst. Ja, es ist voll die multimodale Experience, der Forschungsstrom. Es ist nicht etwa nur zugucken, chatten, nein, man hat daneben natürlich Browserfenster geöffnet und so. Wir verstehen uns, ne? Genau, machen Sie mit. Genau, machen Sie mit. Participatory und so. Wahrscheinlich mit mehreren Geräten gleichzeitig, weil das auf einen Bildschirm gar nicht drauf passt. Ich wollte sagen, ich gucke jetzt schon nach da, weil da ist jetzt das HackMD-Board auch, ja? Genau, genau. Und ich habe jetzt so in der Reihenfolge, das ist ein bisschen ist so ein bisschen willkürlich, aber ich habe mal angefangen, bin so ein bisschen so eine Dramaturgie von den naheliegenden Oldschool-Sachen hin zu den Sachen, die so ein bisschen nifty sind, ein bisschen komplexer werden und so. Und das erste Beispiel, das ist eine Website, die es leider nur noch im Internet Archive gibt. Wenn ich das jetzt hier öffne, dann mal gucken, was passiert. Wir sehen noch den Tab. Ist natürlich der alte Tab, ne? Kann ich das schnell und einfach ändern? Ich glaube, du kannst das ganze Fenster. Das ist cool. So machen wir es. Die Anwendung teilen. Ja, genau, so machen wir es. Jetzt. Ich klicke auch schon fleißig auf Papern rum. Cool, okay. Oh, jetzt habe ich. So. Jetzt. Und zwar, das ist jetzt, also was ihr hier seht, ist ein Chromatographie-Simulator, nachgebaut mit Lego-Steinchen. Und das ist ganz cool, weil es schon so durchaus Elemente hat, dass da ein Sensor drin ist, der darauf reagiert, wenn man da Steinchen reinschmeißt. Aber, wohl bemerkt, es ist natürlich keine Chromatographie, die da stattfindet, sondern es ist sozusagen ein Simulieren oder Nachbauen dieser Sache. Und das nenne ich Oldschool, weil die Website ist 20 Jahre alt, aber es ist eigentlich so die Idee, dass man das nachbaut, ein bisschen greifbar macht, wie jetzt ein Versuchsaufbau wäre und welche Bestandteile da wie zusammenspielen bei so einer Chromatographie. Soweit so klar, oder? Das ist doch relativ übersichtlich, was die da wollen, ne? Es gibt auch ein Paper dazu, das ist jetzt nicht nur die Website, habe ich auch verlinkt in dem HackMD. Und das sind auch jetzt so fast schon ihr könnt gerne übrigens nicht Community, ja, ihr könnt auch Community Edit drunter schreiben, aber ihr könnt auch gerne direkt reinschreiben. Beim Wiki schreiben ist immer gut, einfach mutig loslegen und so. Ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Paper dazu, was irgendwie dann schon vielfach aufgegriffen worden ist und wo Leute diese ganzen Ansätze, hey, Lego als Medium des Erklärens, ja,
unter mehr so einem mit so einem pädagogischen Aspekt auch sich dann immer wieder drauf bezogen haben und das weiterentwickelt haben. So. Jetzt komme ich aber nochmal zu einem anderen Ding, nämlich, und das war schon die erste Stelle, die mich ein bisschen ehrlich gesagt überrascht hat, nämlich Lego-Bausteine als ganz ernste, legitime Bestandteile in einem Laborversuch. Das gibt es nämlich auch. Ich zeige euch mal eben eine Abbildung aus dem Ding, was ich hier meine. Das sieht dann so aus. Das sind Leute, die haben, das ist, weiß ich nicht, 10 Jahre alt oder so, ein bisschen neuer, die forschen mit Metamaterialien. Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist. Im Grunde genommen, also ganz, ganz simpel erklärt von jemandem, der es selbst gar nicht richtig versteht natürlich, sind das Materialien, die Eigenschaften aufweisen, die so in der Natur von sich aus keine Materialien hätten. Ja, also die bauen irgendwas nach, was krasse Eigenschaften hat. Also wo man zum Beispiel Licht drauf wirft und das wird so wegreflektiert, dass man gar nicht sehen kann, was das ist oder ganz, ganz komisch schlecht sehen kann. Solche Geschichten, ja. Und das ist hier auch so. Ne? Und man sieht, das ist also diese typische Lego-Basisplatte. Ihr seht meinen Mauszeiger gar nicht. Doch, ihr seht ihn, genau. Doch, sehen wir. Na, genau. Und dann gibt es diese komischen Nöppels, nenne ich jetzt, das ist der Lego-Fachbegriff, die man da drauf steckt und dann reflektieren die irgendwas oder halt auch nicht, je nachdem, ob man da noch was Komisches drauf schmiert. Und dann kann man da so sehen, wie bei einem bestimmten Dings, was man da drauf wirft, was da zurückkommt und so. Und jetzt kann man in anderen Bildern sieht man das dann so ganze Konfigurationen von diesen Nöppels in verschiedenen Mustern nebeneinander bauen. Muss man ja nicht zwingend auf einer Lego-Platte machen. Nur zufälligerweise gibt es Lego-Bestandteile, die zu dieser Art Experiment perfekt passen. Ja, das ist einfach, ja, es ist wie Labor, wie ein sehr gut geeignetes, gut manipulierbares und gut, und hier wird es interessant, reproduzierbares Laborexperiment, ja. Denn diese Platte, in der Tat, muss ich ja nicht teuer, aufwendig nachbauen oder mir in einem Spezialzubehörstore für Labornasen kaufen. Nein, das gibt es in jedem Spielzeughandel, diese Grundplatte und diese Nöppels. Also, weltweit, genau. Das hat ganz bestimmte Eigenschaften, die überall wahrscheinlich ziemlich gleich sind. Ist auch relativ günstig in der Anschaffung für die Uni. Stimmt, ja, das kommt auch nochmal so dazu, ne? So. Ja, und jetzt noch ganz kurz, also den Rest mache ich mal im Schnelldurchgang, aber ich glaube, so ein bisschen die Faszination, die das Thema noch hat, hat sich vielleicht schon übertragen. Dann gibt es natürlich, das ist eigentlich eine Erweiterung von eins, diese Idee Forschung für jedermann oder Forschung für Studierende. Das ist so, oder das ist vielleicht eine Mischung aus eins und zwei. Ja? Da sagt man, okay, wir können Dinge machen, die sind ernst, ja, aber sie sind für jedermann machbar, wirklich komplett. Anders als diese Metamaterialien-Sachen, wo ja da gibt es dann so ein funky Element, was nicht jedermann so einfach reproduzieren kann, ja. Und das geht jetzt besonders gut, deswegen ist das auch eher so in den letzten 10 Jahren hip geworden oder so, mit solchen Sachen wie Lego-Technik. Also das ist eigentlich die Welt, das ist das falsche Bild. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das? Nee, doch, das ist es, genau, ja. Ja, Semantic Scholar, diese Suchmaschine, tut einem den Gefallen, einfach mal ungefragt die Bilder zu extrahieren aus den Papers. Das gibt einem die Möglichkeit, das ganz schön mal eben alles darzustellen. Und man sieht hier schon an dieser Grafik zum Beispiel, dass das hier also wirklich ein komplexer Versuchsaufbau ist mit Lego-Technik, wo man eigentlich eine bestimmte Sache, eine bestimmte Abfolge von Schritten, wie man Materialien manipuliert, misst und so weiter, nur mit Lego-Technik ernsthaft nachbaut und Betonung auf nur mit, ja, also ein bisschen ambitioniert vorausgesetzt, könnte man jetzt in den Store gehen, sich die Bestandteile holen und das komplett nachbauen, damit lernen, verstehen, arbeiten. Das ist natürlich nochmal so richtig so ein Citizen-Science-Aspekt dann fast, ne. So, und jetzt noch ganz schnell, jetzt kommen wir auf eine komplett andere Ebene. Wir betreten eine andere Welt, wie Lego in der Wissenschaft vorkommt. Nämlich, jetzt nehmen wir das mit Lego-Spielen an sich mal ernst als Thema, ja. Und
wir überlegen uns, okay, wie kann man das optimieren? Also wie kann ich irgendwie besser bestimmte Sachen machen? Warte, kann ich mein Lego-Spiel optimieren oder wie? Lego-Spiel optimieren. Okay. Lego bauen, optimieren, da habe ich mehrere, also da gibt es mehrere Beispiele, würde man bestimmt noch mehr finden oder so. Ich will jetzt mal so eins rausgreifen, ist egal. Ich, Moment, ist leider ziemlich viel hinter einer Paywall hier, das ist ein bisschen mal eine Open Access. Ja, man kann ja auf keinen Fall illegale Seiten benutzen. Gut, dass du noch mal kurz davor warnst. Ja, ja, das haben wir noch nie gemacht beim Forschungsstrom. Don't, niemals. Auf keinen Fall. So, und dann gibt es noch andere Dimensionen des Lego-Bausteins in der Forschung, nämlich es gibt solche Sachen, wo man das Lego-Spiel sich anguckt, aber nicht dieser Ingenieurs-Gesichtspunkt, hey, wie kann man das mit bestimmten Engineering-Strategien alles noch optimieren und noch wildere Konstruktionen noch effizienter packen oder so, ja, so, sondern dieser Blick von außen, hey, was tun Menschen, wenn sie Lego spielen? Da kann man so psychologisch drauf gucken oder man kann so aus der Organisationssicht, ja, also agiles Lego bauen oder so, let your hands do the thinking, strategic thinking and ideas generation within organizations und so weiter. Also das ist ganz ernste Forschung, ja, ich will mich überhaupt nicht darüber lustig machen, warum auch nicht, das ist dann wiederum so die Ebene, da jeder, nicht jeder, aber halt doch viele Lego kennen, ja, und das Phänomen des Lego-Spielens so vertraut ist, ist das natürlich ein Ausgangspunkt, ja, also ich kann das gut nehmen und damit irgendwas Allgemeines oder so aufzeigen, wenn ich jetzt erkläre, okay, ihr kennt die Situation, ich komme in den Flow, ich spiele rum und so, was passiert da eigentlich und so weiter. Und dann kann man sich noch weiter vom Lego-Stein selbst entfernen und dann, auch dazu habe ich Sachen gefunden, da hatte ich jetzt nur in der Vorbereitungszeit nicht mehr die Muße zu, das hier einzufüllen, dass eigentlich das Lego-Spielen als Metapher, ja, genommen wird. Auch so, da gibt es auch so Bezüge. Und naja, es ist uferlos und ich wollte euch nur den Spaß machen, ein paar lustige Abbildungen und Beispiele hier zu zeigen bzw. zu nennen und ihr könnt es gerne noch ergänzen oder so, wenn ihr mögt. Ja. Da kam auch schon was dazu, ne? Hier unten das aus dem Chat. Okay, Lego in der Waschmaschine. Aus Lego und Lego in der Waschmaschine. Jetzt gucken wir uns mal die Community Edition an, genau. Ihr könnt gerne noch weiter ergänzen. Wird aber nicht auch ganz viel geforscht daran, wie Lego in der Bildung eingesetzt wird? Also so Bildungsforschung? Ne? Also da habe ich jetzt, ich habe jetzt nicht nebenbei recherchiert, aber da gab es auch noch so. Ich denke auch, ja. Das ist, ich meine, das ist der, also dieser Ansatz von den IngenieurInnen, die sagen, hey, wir können mal das, was wir im Labor machen, viel mehr Leuten erklären, wenn wir das mit Lego-Steinen nachbauen oder es ihnen sogar erlauben, es komplett nachzumachen. Das ginge schon in so eine Richtung oder man kann es auch wahrscheinlich beobachtend aus der Bildungsforschungsperspektive drauf gucken, wie damit gelernt wird. Ne? Ja. Aber ich, ehrlich gesagt, das mit der Waschmaschine, das ist ja... Was zur Hölle ist ein Insektenmanipulator? Ist ja ein Ding, okay. Aber hier aus dem Chat, ich pack das gerade mal in das HackMD rein. Dann. Was ist ein Insektenmanipulator? Tja. Ach so, jetzt verstehe ich das. Die packen die Steine in die Waschmaschine und gucken, was dabei rumkommt. Und diskutieren das. Okay. Ist ja abgefahren. Okay, das Paper mit dem Insektenmanipulator sieht auch mega interessant aus. Boah, was gibt es denn nicht alles mit Lego? Insektenmanipulator, okay. Eine Halterung, um Insekten zu scannen. Das ist dann aus der Biologie und dann... Ach so, ja. Wir benutzen das auch als Laborinstrument dann quasi. Da war irgendein Doktorand, der hatte irgendwie echt überhaupt kein Budget mehr, sich irgendwie was ordentlich zu kaufen. Und dann dachte er so, scheiße, womit? Ich muss jetzt hier an den Insekten rumfummeln. Wie mache ich die fest? Wie geil ist das denn? Ja, ich meine, Henning, ne, das ist doch das Muster, dass aus so einem Budgetmangel heraus irgendwie geniale Forschung entsteht manchmal, oder? Das ist doch toll. Crazy. Ja. Was alles gibt. Ja, was alles gibt.
So, wir gucken uns noch das letzte an. Das Mikroskop aus Lego. Das ist, klingt auch vielversprechend. Aber ich wundere mich jetzt, wie soll das von den, vom Linsenapparat her funktionieren? Wahrscheinlich werden die Linsen da nur eingebaut. Ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, aber es ist interessant, wenn man wirklich in wenigen Sekunden den Überblick haben will, man geht immer erst zu den Abbildungen, oder? Ja, absolut. 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 Ja. Also ich finde auch, mache ich oft Abbildungen angucken, Abstract lesen, Konkluden lesen. Wenn es dann noch spannend ist, lese ich den Text und zum Schluss gehe ich wieder zu den Bildern und dann verstehe ich sie. Ja. Ja. Hallo Aaron. Wir haben übrigens auch noch hier die Spaßvögel bei uns im Chat, ne? Also hier, Legosteine werden auch in der Schmerzforschung verwendet. Das kann ich bestätigen, wenn ich nachts durch ein Kinderzimmer gehe. Genau, genau. Ich glaube, das soll der Scherz an der Sache. Ja. Okay, alles klar. Gut. Ja, sehr geile Sache. Oh, wir sehr haben geile einen Sachen, Raid. Mr. Microphone. Mr. Microphone hat uns geradet. Willkommen. Hallo Leute. Wir sind gerade fertig. Nein, wir sind doch eigentlich noch dran, über Lego zu reden. Lego in der Forschung. Und das ist kein Lego, das ist Duplo, ich weiß. Lego ist dahin. Ja, geile Sachen, was es alles für Lego in der Forschung gibt. Ja, total. Ich hätte jetzt auch noch so ein bisschen erwartet, dass man vielleicht auch so. Lernpsychologische Experimente mit Kindern, dass man denen dann vielleicht auch so Lego-Aufgaben geben könnte oder so. Da hätte ich jetzt irgendwie gedacht, in die Richtung. Ah ja, mit Sicherheit, ja. Ja, ja. Also das ist irgendwie, kommt als Stichwort ganz oft, wenn man so die Sachen überfliegt, die Stichworte, sowas wie Serious Play und so. Aber dieser Aspekt, dass einfach Kinder ja auch das dann schon machen, was nicht serious ist, das ist ja auch ein Thema dann sicherlich, stimmt. Ja, ja, wir können, also wie so oft bei den Forschungsstromthemen, man könnte jetzt auch daraus wieder so eine Kolumne machen und jedes Mal das Neue aus der Lego-Forschung, Lego, Lego Today. Ja. Lego Today. Ja, aber ich finde so, diese Grenze zwischen seriöse Sache und nicht seriöse. Soll es gewesen sein von der Lego-Bespaßung. seriös zu nicht seriös, so ein bisschen schwierig. Warum trennt man überhaupt? Ich bin schon wieder audiomäßig abgeschnitten. Hilfe! Nein, das kann nicht wahr sein. Oder bin ich es? Nein, nee. Ich höre Henning. Ja. Was mache ich hier? Ich höre dich, Lambert. Ja, also hören tun wir dich. Warte mal, ich blende mal eben ein. Ja. Genau. Ich. Ja, Lambert, guck in den Chat. Genau. Wir müssen wedeln, dann sieht er das. Guck mal in den Chat. Sag doch was. Oh, hören. Ich höre euch jetzt auch wieder. Willkommen zurück. Ja, auch Mensch. Danke. Das ist sehr, sehr nett, dass ihr mich da gerettet habt. Also wir haben dich gehört. Wunderbar. Also du konnten alles, was du gesagt hast, aber du uns nicht. Ich hatte nur noch angemerkt, dass ich es so schade finde, wenn man trennt zwischen serious und nicht, also seriös und nicht seriös, weil Spielen, da kommt doch per Zufall auch immer mal wieder was raus. Warum muss man das so trennen? Also ich sag mal, Spielen ist ein mächtiges kulturelles Phänomen, es hat viele Facetten, alles ist legitim, alles kann nebeneinander stehen. Ne? Ich möchte gerne nochmal das Minecraft-Paper vom von zwei Folgen raus. Ja. Stimmt. Ja, man kann echt viel machen. Ja. Ja. Aber zum Thema Lego News des Tages wollte ich noch eine App mit einstreuen, die ich mir vor ein paar Wochen installiert habe, aber dann vergessen habe, dass ich sie installiert habe. Und zwar ist das die Brickit App. Und die erlaubt es dir also ein Lego-Berg, den du zu Hause hast, dafür eine spannende Aufbauidee herzustellen. Und vielleicht kann ich das gerade mal demonstrieren. Wir hatten ja gerade hier dieses Lego-Häufchen, was ich hatte. Ich habe das mal hier jetzt zerkleinert. Das liegt jetzt hier.
So. Und ich kann ja mal gucken, ob ich das schaffe, so dass ihr das auch sehen könnt. Hier ist noch so ein iPad, so. Und man kann jetzt hier auf Bild gehen. Ne? Moment. Bild, so. Muss ich jetzt hier irgendwie, genau. Und dann muss man ein Foto machen von dem Lego, was man hat, so. Und dann passiert Magie und der versucht zu erkennen, was für Lego-Teile da liegen und erkennt die dann und will dir dann irgendwie einen Vorschlag unterbreiten, was du daraus bauen kannst. Achso, er sagt, no ideas for these bricks. Also ich habe ja wahrscheinlich, den Lego-Berg war zu klein hier. Ich hätte einfach einen größeren Lego-Berg dahin legen sollen. Aber da war doch was draus gebaut, oder? Ja, das war aber halt der Fantasie eines Fünfjährigen entsprungen und sicherlich kann man da was daraus bauen, aber ich glaube, diese Brickit-App, die geht dann eher so, hat dann so standardisierte Teilmodule, die man vielleicht zusammensetzen kann. Also ich glaube, ich habe den viel größeren Lego-Berg hinten im Kinderzimmer, da kann ich vielleicht mal draufhalten, die Kamera, dann kann ich euch erzählen, ob ich da einen Dinosaurier oder was auch immer dann als Anleitung bekommen habe. Das ist ja sau cool. Also das heißt so, eine schöne Software, die Formen erkennt und dann daraus versucht, etwas Sinnvolles zu bauen. Also ich frage mich auch gerade, wie hinterlegt man, also da müssen ja eine Milliarde Möglichkeiten des Bauens hinterlegt sein. Wahnsinn. Da scheint die Magie daran zu sein. Man braucht nur ein iOS-Gerät. Cool. Ja, okay, gut. Das ist mal wieder sehr... Claudia, ich kann es nicht benutzen. Ja, ich bin auch. Könnte man nicht auch so ein künstliches neuronales Netz hinterlegen, was dann irgendwie trainiert auf bestimmten Modellen, die ihm gezeigt worden sind, dann besondere Bauten vorschlägt oder so? Ja, oder kann man sein gebautes Ding abscannen lassen, weißt du, so sieht es aus. Ja. Und oder so in Schichten und dann können andere das quasi, also kannst du in die Datenbank einfüttern der Dinge, die gebaut werden können. Vielleicht, das weiß nicht, ob die so offen sind oder ob das eher so. Neue Ideen, wir müssen denen mal Bescheid sagen. Ja, wir müssen. Ich möchte gerne meinen kreativen Bausatz hier vorschlagen, als das kannst du damit bauen. Orangenöl würde sagen, ein RAD-SWD-zertifiziertes Forschungsdatenzentrum nur für Lego-Modelle oder so, wo unter Berücksichtigung von Privacy-Aspekten. Nee, aber das wäre wirklich eine coole Datenbank, oder? Interessante Sachen, und zwar die so archiviert werden, dass man es gut nachbauen kann. Ne? Das wäre eigentlich das Ding dabei. Also fänd ich spannend. Ja, stimmt. Ja, die besten Neuronen. Ja. Ich muss gleich den Forschungsstrom nachgucken, um das hier wieder alles so zusammenzubauen, wie das morgen früh im Kinderzimmer erwartet wird. Ach so. Ich hab's teilen lassen, ist keine Option. Ne? Nee. Ja, da musst du bauen. Ja. Ist ja archiviert in diesem Internet. Vielleicht geht es ja auch mal ins Internet Archive ein. Wer weiß. Ja. Ha, meine Mensch. Güte. So, sind wir durch für heute, oder? Das war kein Downer, Henning. Ja, wir sind durch für heute und das war kein Downer. Ja, nicht wirklich. Nee. Aber du meintest ja, du hättest einen Downer gehabt. Ja. Ich fand jetzt Hate Speech, Telegram und den Sturm aufs Kapitol keine Spaßnummer. Ja, gut. Seien Sie auch nächsten Monat wieder dabei, wenn Claudia the Downer Fuzzy Leapfrog Ihr Downer-Thema vorstellt. Genau. Und schickt uns euer schlimmstes Wissenschafts-Downer-Thema, damit wir es hier exklusiv behandeln können. Gott, nein, das ist nur so halb ernst gemeint jetzt der Appell. Aber ja, ihr könnt natürlich, ihr könnt wirklich Vorschläge machen. Natürlich. Ja, Vorschläge Ansonsten sind immer willkommen. Kommen wir nächsten Monat mit der Katze von Jason als Gästin dann vielleicht. Machen. Stimmt, können wir ihn rausladen und die Katze ein? Ich folge ihr jetzt auf Twitter erstmal. Mal gucken, was die so für Cat-Content da. Ja, kann nicht damit sein. Ja, was wollen wir denn überhaupt? Er hat ein lustiges neues Genre erfunden, weil er die Katze so sprechen lässt, wie die Katze die Welt sieht und so. Und das ist
Das ist Twitter schon ein dankbares Medium für. Also da hat er wirklich einen Nerv getroffen, würde ich jetzt mal so sagen. Wie hieß die Katze noch? Gott, jetzt muss ich diesen ganzen Thread nochmal zurückscrollen, ne? Irgendjemand hat den, hat er, ja. Ja, so die irgendwas. Sockington. Sockington. Sockington, ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Termin und wir müssen gucken, ob wir auch noch wen raiden können oder nicht. Ja, ja, das stimmt. Erstens das, zweitens das. So, warte, ich brauche jetzt erstmal noch mit dem Termin. Ja, die Reihe der Verabschiedungsrituale hier, genau. Termin, was wäre der natürliche nächste Termin in der natürlichen Ordnung der Dinge? Wäre der erste... Das ist der 7. Oktober. 7. Oktober. Tja, ja, ne? Ja, also da... Lux kann man machen. Ups, hoch. War das jetzt eine Gitarre, die anging? Das kann nee, das auch. War mein Mikrofon Dingsbums hier. Sorry. Ich kann nur das an meinem Mikrofon. ASMR. Oh ja, das ist krass. Ja, gut, ja, dann, also 7. lieber Forschungsstrom, wir sehen uns am 7. Oktober wieder. Ja, jetzt gucke ich mal, was wir hier noch finden, ne, zum Raiden. Was haben wir denn in Wissenschaft und Technik? Gibt's was? Gibt's überhaupt was? Schreibt irgendjemand außer uns Wissenschaft und Technik in diesem? Was haben wir denn da? Wir haben uns. Sowas. Ich sehe da jemanden, der Arduinos, ich glaube, der guckt YouTube-Videos über das Löten von Arduinos. Das ist wieder Meta. Was? Es gibt einen Livestream, der 24 Stunden lang ein Bienenvolk filmt. That's weird. Mhm. Gibt es auch einen Live-Kommentar? Nee, ich glaube leider nicht. Und es gibt, was ist der Kanal Study Break TV? Wirtschaft lernen im, ich weiß nicht, will ich das? Ich hätte da Bedarf, ja. Hättest da Bedarf? Mhm. Wollen wir mal, also ich mach mal gerade an und guck mal kurz rein, ob der. Ich weiß nicht, ob der bald Feierabend macht oder nicht, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach. So, ja. Dann endlich mal was über Wirtschaft lernen. Genau, wird ja mal Zeit, würde ich sagen. Und das heißt, wir sehen uns wieder am 7. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren im Chat. Genau. Unter einer neuen Bundesregierung treffen wir uns, oder? Nee, oder ist das danach, davor? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob sie sich konstituiert hat dann schon. Ach so, ja, nee, stimmt. Ne? Nur die Tatsachen geschaffen sozusagen. Ne? Ja, ja, genau. Dann können wir die Koalitionsverhandlungen hier führen, live auf Twitch. Oh Gott. Okay, das tun wir nicht, sondern wir reden wieder über Forschung. Ja, genau. Okay. War schön mit euch, Kinas. Vielen Dank fürs Mitchatten. Danke für die schöne Show. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Auch.